mehr Massenbewegung als politische Partei. So präsentiert sich Ungarns nationalkonservative Regierungspartei Fidesz zum Abschluss des Wahlkampfes. Orbán wieder wählen, so lautet die Botschaft der Anhänger auf Englisch, damit das Ausland es mitbekommt. Vor allem die vielen Gegner in der EU, die in den vergangenen 4 Jahren den autokratischen Kurs von Ministerpräsident Orbán kritisiert hatten. Wir sind heute hier zusammengekommen, um uns, dem Land und der Welt zu sagen, wir fordern weitere 4 Jahre. Mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament hat Orbán in der vergangenen Legislaturperiode die Verfassung geändert, ein neues Wahlrecht eingeführt zum Vorteil der aktuellen Machthaber, ein neues Mediengesetz, das die kritische Presse in Schach hält. In Budapest Innenstadt dominieren jetzt die Plakate der Regierungspartei. Die Opposition klagt, dass die mächtige regierungsnahe Werbefirma ihr kaum Flächen vermietet hat. Orbán über allem. Vor allem aber setzt die Regierung auf nationalistische Töne und schockte damit zuletzt auch die große jüdische Gemeinde in Budapest. Vor 70 Jahren wurden ungarische Juden nach Auschwitz deportiert. Und im Januar hat die Regierung diesen Entwurf eines Mahnmals veröffentlicht. Ein deutscher Adler, der ein unschuldiges Ungarn angreift. Dabei war Ungarn nicht unschuldig in dieser Zeit. Die ungarische Administration, der ganze Staat, die ganze ungarische Regierung war ein Verbündeter Deutschlands und der Nazis. Sie haben gemeinsam gekämpft. Die sozialliberale Opposition tut sich schwer, Wähler zu mobilisieren, zum Teil selbst verschuldet. Viel zu lange war die Opposition zerstritten. Der ehemalige Ministerpräsident Gordon Bonai hat erst im Januar einer gemeinsamen Wahlplattform der sozialliberalen Parteien zugestimmt. Sein Angebot an die Wähler, vor allem Kritik an den Machthabern, weniger eigene Alternativen. Sie können entscheiden zwischen einer Art Post-Sowjetisierung für Ungarn oder ob Ungarn zurückkehrt auf den europäischen Weg. So bleibt dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Mesterházy wohl vor allem nur ein Ziel, die Zweidrittelmehrheit der Regierung zu knacken. Denn nach Umfragen sieht alles danach aus, dass der Amtsinhaber recht hat. Noch einmal 4 Jahre. Die vielen von der EU kritisierten Verfassungsänderungen aber, die aus Ungarn einen autokratischen Staat gemacht haben, werden wohl bestehen bleiben, so oder so.